Liebe Schwestern und Brüder, es ist ja gestern schon einmal angeklungen, als wir über das Hin- und Hergeworfensein beim Gebet nachgedacht haben und inwieweit es da um uns selber geht, um unsere Vorstellungen. Und nun steht heute im Jakobusbrief gleich im ersten Kapitel die nächste Vorlage. Niemand soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Was beten wir im Vaterunser, wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung? Darüber ist eine Diskussion entbrannt, die eigentlich unnötig ist, wenn man sich nur mit diesem Wort etwas näher einlässt. Wenn man die Heilige Schrift kennt, ist das eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Wenn wir etwa an den großen Hiob denken. Gott ist es nicht, der in Versuchung führt. Aber es gibt Versuchungen im Menschenleben. Der Jakobusbrief hat dafür eine Erklärung. Es kommt aus uns selber heraus, wie Jesus das selber gesagt hat. Gott steckt sozusagen die Grenzen ab. Und wenn man, ich kann das nicht alles vorlesen, ich kann nur empfehlen, das, was Benedikt XVI. In seinen Jesusbüchern gerade zum Vater Unser und gerade auch zu dieser Bitte schreibt, noch einmal nicht nur zu lesen, sondern wirklich aufzunehmen, dann ist diese Diskussion eigentlich im Keim erstickt, weil sie unsinnig ist. Gerade im Blick auf etwa auf Hiob oder auf die Psalmen oder auch auf den Jakobusbrief, genau diese Stelle, die der Papst zitiert hier, er fasst das so zusammen. Wir sagen in dieser Bitte zu Gott, ich weiß, dass ich Prüfungen brauche, damit mein Wesen rein wird. Wenn du diese Prüfungen über mich verfügst, wenn du wie bei Hiob dem Bösen ein Stück freien Raum gibst, dann denke bitte an das begrenzte Maß meiner Kraft. Trau mir nicht zu viel zu. Zieh die Grenzen, in denen ich versucht werden darf, nicht zu weit, und sei mit deiner schützenden Hand in der Nähe, wenn es zu viel für mich wird.